Heute machen wir Chicken Wings. Nach brasilianischer Art. Ich kriege einen Erwachsenen-Kalpi auf russische Art mit Wodka. Und ich ein Kinder-Kalpi. Wenn ihr wissen wollt, wie wir es machen und ob es schmeckt, guckt euch das Video an. Die WM geht weiter. Deutschland ist raus. Und das zu Recht. Aber wir lassen uns nicht davon abhalten, die WM weiter zu gucken, mit schönen Spielen, mit guten Mannschaften. Und wie wir es geplant haben, grillen wir heute brasilianisch. Heute gibt es Chicken Wings mit brasilianischer Marinade. Richtig. Was wollen wir denn für die Marinade benutzen? 2 Limetten mit Schale und Saft. Die sind bio, deswegen können wir die Schale benutzen. Sonst werden die ganzen mit Wachs überzogen, das schmeckt nicht. Deswegen immer bio für sowas drauf. Was haben wir noch? Knoblauchzehen. 3 Stück. Was haben wir noch? Braunzucker mit X. Ist gestern geliefert worden, wir nutzen es heute gleich dafür und schauen mal nach, wie es wird. Was haben wir noch? Olivenöl. Dann auch noch. Du rast bitte Chilischoten. Wir haben die selber gemacht. Wir kaufen immer die getrockneten Chilischoten, rösten ein bisschen an und machen die dann klein mit dem Thermomix. Damit wir ein bisschen Wumms haben. Und für den weiteren Wumms haben wir noch Piri-Piri-Soße. Was haben wir noch? Wir haben auch noch Paprika-Rosenscharf. Ja, und Koriander. Und natürlich haben wir Chicken Wings da. Ja, die Mengeneinheiten könnt ihr dann natürlich aus dem Rezept übernehmen. Oder ihr guckt genau hin, was wir machen. Wir fangen einfach mal an. Wir fangen an mit den Limetten. Wir nehmen als erstes die Schale. Das darfst du machen. Wir nehmen die Schale von 2 Limetten. Es soll ordentlich fruchtig werden, ordentlich Limette, und die Schärfe gleicht das dann später wieder aus. So, das sollte reichen. Wir haben genug von der Schale. Haben wir ja? Ja, auf jeden Fall, das reicht. Gut, das schmeißen wir gleich in unsere Mixschale rein. Als nächstes kommt der Zitronensaft hinzu. Da brauchen wir einen anderen Aufsatz, den brauchen wir nicht mehr. Das, was wir nicht brauchen, weg. Einmal. Zweimal. Und gib ihm. So, damit haben wir die Limetten ausgepresst und tun den Saft jetzt zu der Schale. Gib einfach rein. So, als nächstes geben wir den ganzen ein bisschen Schärfe. Wir nehmen davon einen Esslöffel. Davon ist übrigens Paprika. Das ist schon fast ein Esslöffel. Mach noch ein bisschen mehr rein. 3 und rein. Löffel ist eh dreckig, ich rein damit. Als nächstes kommen wir noch ein bisschen von den Chiliflocken rein. Ein bisschen Chiliflocken, das ist ungefähr ein halber Esslöffel oder ein Teelöffel. Dann kommt davon noch ein Esslöffel rein. Du kannst den dreckigen Löffel nehmen. Wer es nicht ganz so scharf mag, nimmt ein bisschen weniger. Wir haben wunderbaren Zucker mit X, Braunzucker. Wir nehmen von dem Braunzucker einen Esslöffel. Ganz verrühren. Wir nehmen 3 Esslöffel Olivenöl. Jetzt brauchen wir noch den Knoblauch. Der Knoblauch wird fein gehackt.
Knoblauch haben wir hinzugetan. Und die Marinade riecht schon sehr fruchtig. Jetzt fehlt nur noch Koriander. Und dann riecht es noch mehr. Wir nehmen vom Koriander ein bisschen Blätter, die ganz dicken Stiele tun wir weg. Die kleinen können wir ruhig mit benutzen. Wir nehmen ungefähr 2 Esslöffel. Hacken das Ganze klein. Und dann kommt das auch noch zum Marinade. Wer keinen Koriander mag, der kann auch gerne Petersilie nehmen. Hauptsache ist irgendwas Frisches, Grünes noch mit dran. Und damit haben wir alle Zutaten in der Marinade drin. Jetzt geben wir die Marinade zu den Hähnchen dazu. Und ich darf sie auch nicht durchkleben. So, hast du schon Hunger? Ja. Gibt's morgen erst. Die müssen jetzt noch 12 Stunden marinieren. Die tun wir jetzt in den Kühlschrank. Und morgen sehen wir uns am Grill wieder. Und da sind wir wieder. 12 Stunden marinieren sind um. Und wir schauen mal, wie es geworden ist. Oh, es riecht sehr nach Limone. Und sehr, 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 sehr. Aber kann man auch irgendwie schneller machen, damit man es nicht 12 Stunden einmarinieren muss? Natürlich, du kannst es auch einmassieren. Eine Minute massieren ist wie eine Stunde marinieren lassen. Also müsstest du 10 bis 12 Minuten einfach massieren. Geht auch. So kann man sich Zeit sparen, wenn man es am gleichen Tag noch essen will. Nun gut, legen wir es auf den Grill. Wir haben den Grill schon vorgeheizt auf 180 Grad. Linker, rechter Brenner ist an. Wir haben also eine in der Mitte, eine indirekte Zone. Da legen wir unsere Flügel hin für gut 20, 30 Minuten. Wir schauen mal, wie lange es wird. Wir machen den Thermometer rein. Wir wollen auf ca. 82 Grad kommen. Danach grillen wir es nochmal scharf an und sind schon fertig. Wir legen das Fleisch jetzt in die indirekte Zone. Deckel zu. Und was machen wir jetzt? Wir machen was zu trinken für die Zeit. Haben die ganzen jetzt in die direkte Zone gelegt, haben die jetzt auf einer Seite 60 Sekunden liegen lassen. Drehen sie nochmal um. Der kann auch ein bisschen. Wie gesagt, jede Seite nochmal 60 bis 90 Sekunden direkt angrillen, damit sie Farbe kriegen. So, da haben wir es. Und wollen es auch mal probieren. Genau. Es sieht hervorragend aus. Es duftet hervorragend. Ich fange erstmal mit meinem Kalbi an, denn es ist unwahrscheinlich warm heute. Und ich auch. Richtig gut. Was wir schon mal sagen wollten, wir werden nicht von Zucker bezahlt, wir kriegen kein Geld von Zucker. Wir verwenden es, weil wir es mögen und weil wir es richtig halten, dass man darauf achten sollte, was man, wie viel Zucker man benutzt. Also ich probiere jetzt. Okay, wir probieren jetzt. Ich reiße mir ein Stück ab, es ist herrlich saftig. Und auch total lecker. Die Limone kommt hervorragend, der Knoblauch dezent dabei. Und die Schärfe schmeckt man gar nicht. Macht es noch. Apropos Schärfe. Dieses Piri Piri, da könnt ihr natürlich auch andere Sachen benutzen. Ihr müsst nicht unsere Chilischoten benutzen. Benutzt, was ihr wollt, was ihr da habt, ein bisschen Schärfe rein. Es ist lecker. Macht es noch. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr immer informiert werden wollt, wann wir das nächste Video veröffentlichen, dann aktiviert die Glocke. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Da zeigen wir immer die neuesten Einkäufe für unsere Rezepte und manchmal schon ein Foto vorab für das Video. Ihr findet uns auch auf Twitter und Facebook. So, das war's. Wir sind raus für heute. Ihr wart bei Dauta and Dad's Sizzle Zone.
Wenn euch das Video gefallen hat, meine Tochter kann gar nicht aufhören zu essen. Wir warten, bis sie mal aufgekaut hat. Und dann geht's los mit unserem Abschlussvideo. Ich denke mir. Gute Spiele mit guten Mannschaften werden, wie wir es geplant haben, heute brasilianisch kochen. Wir machen es nochmal. Es heißt nicht kochen, Mika, es heißt grillen. Pass mal ein bisschen auf, was du sagst. Hä? So, Knoblauch haben wir zur Marinade hinzugegeben. Und die Marinade riecht auch schon sehr fruchtbar. Fruchtig. Wenn ihr hier lacht, ne? Hoffentlich hat sie keine Babys bekommen.